Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. So, was haben wir heute vor? Erstmal, ihr seid ja wahnsinnig. Was ist denn mit euch los? Die Videos von Lumberjacks Dynasty, die werden ja wirklich gut geschaut bei euch. Ich habe am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass dieses Spiel, so gut bei euch ankommt. Also mich freut es auf jeden Fall, weil ich werde noch bestimmt einige Videos machen. Auch noch ein paar Guides, so wie dieses hier. Denn heute wollen wir Bäume pflanzen. Also Setzlinge pflanzen. So, ich habe schon mal so für mich mal geguckt, wie das funktioniert und wie lange das denn so braucht. Also da setzt ihr euch höchstwahrscheinlich auf den Hintern. Ich habe hier... Moment. Das geht ja nur, wie ich die See genannt habe. Ich habe hier... Das war mein... Hä? Stimmt ja mit dir nicht. Doch. Ich habe hier 54 Eichen gepflanzt und habe wochenlang geskippt, geschlafen. Ich glaube, ich habe jetzt schon dreiviertel Jahr, ein Jahr nur gepennt. Und die Dinger sind immer noch nicht ausgewachsen, ja. Ich weiß, ich kann euch nicht sagen, wie lange es dauert. Ich habe geguckt im Netz, ob ich da was finde. Aber, nö. Ich habe mal was gelesen von 2 bis 3 Spieljahren. Aber ob das jetzt ein Gag war oder ob das true ist, keine Ahnung. Das teste ich. Auf jeden Fall habe ich mir hier eine kleine Stelle. Ich habe hier noch einen kleinen 0,01 Hektar, glaube ich. Genau, hier. Hier werden wir jetzt gleich noch ein paar Eichen pflanzen. So, erstmal muss die Säge weg, die nervt. Hm. Übrigens, das ist die neue Säge. Moment, wir haben doch hier noch irgendwo... Da dürfen wir noch einen Baum fällen. Ich habe die noch gar nicht ausprobiert. Gucken, was daran jetzt anders ist. Ist ja die beste auf dem Markt, ja. So, den kann ich natürlich nicht sägen. Shit. Wieso liegt hier eine Kettensäge? Okay. Das wird nämlich mit, kann ich verkaufen. Ich werde hungrig, gebe ich mir mal ein Bier. Du hast eine Kettensäge erhalten, jetzt kannst du Bäume und Büsche fällen. Die Info kommt echt spät, aber danke Spiel. Vielen Dank. Auf meinem Grundstück. Ich weiß, dass ich... Ich glaube, die kann ich fällen. Oder? Nee, auch nicht. So, hier aber. Das ist mein Grundstück. Was? Aha. Okay. Gut, nehmen wir gleich den hier. Wow. Ja, geht auf jeden Fall schön schnell. Und ihr habt einen größeren Radius. Perfekt. Okay, den lassen wir erstmal so liegen. Kettensäge weg. Und jetzt widmen wir uns das eigene... Thema, oder das Thema, wozu ich jetzt dieses Guide versuche zu machen. Oh, was habe ich denn gerade für ein
für ein Wort Gulasch? Egal. So. Okay, also was ihr braucht, ist natürlich ein Tracker. Dann braucht ihr, wie heißt das Ding jetzt hier? Moment. Stumpenfräse. Eine Stumpenfräse. Die braucht ihr. Und ihr braucht natürlich den Baumpflanzer. Da sind denn eure Setzlinge drin, die ihr so gekauft habt. Also automatisch sind die gleich drin. Und hier gebt ihr nur ein, was ihr jetzt pflanzen wollt. Wir wollen wieder Eiche pflanzen. So, Eiche ist ausgewählt. Jetzt müssen wir mit der Stumpenfräse... zunächst alle Stumpen fräsen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr müsst da wirklich Millimeter Arbeit leisten. Ist ein bisschen nervig, aber sollte kein Problem sein. Wenn ihr das nicht macht, ich will jetzt nicht die Maschine abhängen und die andere aufsetzen, damit ich euch das zeigen kann. Wenn ihr das nicht macht und ihr habt den Baumpflanzer dran, ne, und ihr wollt Bäume pflanzen, dann gibt es hier diese großen gelben Kreise, weil das immer noch als Baum markiert ist. Dann könnt ihr in dem Bereich keinen neuen Baum pflanzen, ja. Deshalb müssen die Stumpen alle raus. Ansonsten, ja, geht's nicht. Komm schon. Ja, das ist auch der Grund, warum ich mir noch einen zweiten Traktor holen will. Damit ich die Maschinen nicht immer abhängen und wieder anhängen muss. Und damit ich nicht immer von A nach B dann doppelt fahren muss, weil ich die andere Maschine noch holen muss. Deshalb kommt noch ein zweiter Traktor mindestens. Vielleicht noch ein dritter, wenn die Kohle näher stimmt. Weil ich habe ja noch einen Anhänger zu fahren. Sägespäne und Rinde. Und dann brauche ich gar nicht mehr abkoppeln. Dann hat jede Gerätschaft nachher seinen eigenen Zug und dann passt das. Wunderbar! Die beiden Dinge sind auch nicht teuer in der Anschaffung. Wie gesagt, wenn ihr die Mission mit dem Bürgermeister macht, die erste, bekommt ihr gleich 15.000 Euro. Und die beiden Maschinen kosten so knapp 7.000 jede. Also könnt ihr euch die Dicke leisten. So, ich glaube nur noch der und dann war's das. Mein Traktor sieht aus, ey. Junge, Junge.
Ja, ich glaube, das war's. So, runter und abkoppeln. Zack. So, dann müsst ihr R1 gedrückt halten. Und dann fahrt ihr so rüber. Ah ja, die Maschine senken natürlich. Und dann drückt ihr einfach nur L1 Kreis. Und er pflanzt. So, jetzt seht ihr den Kreis. Ja. Der wäre auch noch da gewesen, wenn ich die Stumpen nicht entfernt hätte. In dem Kreis könnt ihr natürlich keinen neuen Baum, also müsst ihr wirklich immer an der Grenze, um möglichst viel Platz zu sparen. Damit ihr genug Bäume pflanzen könnt. Oh. So, also immer schön am Rand lang. Erst. Und dann geht ihr immer weiter nach innen. Ja. Ach, ich bin ausgestiegen. Okay, nochmal. Läuft wie geschmiert. Ja, Eichen sind zwar teuer, Eichensetzlinge, aber es lohnt sich, ne? Es lohnt sich einfach. Was denn das hier jetzt? Ich komme da nicht in die Ecke, Leute. Pff. Irgendwas hält mich fest, ich weiß nicht was. Spiel manchmal, ne? Dann mach ich's halt so. Hä? Wo kam denn jetzt der Schub her? So, passt doch. So, hier können wir noch einen hinmogeln. Oh, guckt euch das mal an. Was ist das? Ah, ausgetrickst. So, hier. Ich glaube, dann war es das. Ja, oder kriege ich hier noch einen? Genau in die Mitte. Ganz kleiner Punkt. Tatsache. Super. Ja. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt gepflanzt haben. Okay, ich glaube vorher waren hier nur, wie viele Stümpfe haben wir abgemacht? 6, 7? Also haben schön das Doppelte rausgehauen. Super. Ja, wie gesagt, was ich jetzt machen würde an eurer Stelle, wenn ihr schon etliche Hektar habt, die leer sind, bepflanzt die alle zeitgleich und dann nehmt euch ein paar, echte Stundenzeit und überspringt.
mit dem Schlafen halt, ne? Mit einer Woche ruhen. Damit sie alle wirklich zusammen hochschießen. Und ihr sie dann auch wieder alle denn nachher abernten könnt. Kauf dieses Waldstück. Könnte ich machen. Kann ich hier wieder ein paar... Was haben wir denn hier? Oh, Trophäe. Baumhirte. Wie viel haben wir denn hier? Ja, ich habe hier schon... Ah, das war die eine Mission am Anfang, wo wir die Bäume absäbeln sollten und durften sogar das Holz behalten. So als kleines Startkapital. Mal auf der Karte gucken. 0,05 Hektar. Auch schön zu sehen hier. Oh, ich möchte ja nicht wissen, wie viele Setzlinge ich hier setzen kann, ey. Ich hatte hier, glaube ich, 75 oder 76 Bäume. 25 habe ich immer noch. Ich komme bestimmt hier auf 120 oder so. Knall ich alles voll mit Eiche. Ja. Gut, also, das war der kleine Guide zum Baumpflanzen, was ihr benötigt, was zuerst gemacht werden muss und wie ihr am besten die Zeit überbrückt. Denn es dauert ziemlich lange hier im Spiel, bis die Bäume nachwachsen. Ne? Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja, schreibt einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr wisst, vielleicht wisst ihr ja mehr als ich in dem Punkt, wie viele Wochen oder wie viel Zeit hier wirklich verstreichen muss, bis der Baum, bis er ausgewachsen ist, vergehen muss. Das würde mich echt mal interessieren. Also ich habe da keine Infos, keine direkten Infos im Netz gefunden. Ja, und wer noch kein Abo da gelassen hat, tut das bitte. Ist umsonst, ja. Und hilft mir ungemein. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns denn im nächsten Video. Ich denke mal, da widmen wir uns wieder den Quests. Und dann schauen wir mal, was dieser Bürgermeister noch so mit uns im Schilde führt. Also bis dann. Ciao, ciao.